Buenas tardes, chicos y chicas. Und herzlich willkommen zurück zu Grim Fandango. Ja, und in der High Rollers Lounge, in der wir uns hier. Ja, ja, Monsieur, Monsieur, Monsieur. Je suis Manuel. Je suis going upstairs jetzt zu Glottis und so umgucken. Oh, das ist ja. What the fuck? Das ist ja alles so groß hier. Ich kenne mich langsam hier gar nicht mehr aus. So ist das. Das ist nämlich die Wahrheit. Geht's hier. Ach, und da geht's nochmal. Ah, Moment, das ist hier der Typ, den wir hier irgendwie befriedigen müssen. Hier wegen hier. Na, hier Chihuahua Charlie. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Also der in unserer. Der hier bei uns im Casino da hier seine Geldproblemchen und so. Hat. Und dann kommen wir auch in die Gewerkschaftsausweise. Wer ist das? Nick sure gets around. Was kennen wir den? Nick, der Name kommt jetzt gerade bekannt vor, aber. Boy, that Nick sure gets around. Ah, komm, labern wir mal mit dem. Nick Virago, what are you doing working in the High Roller Lounge? I would think Maximino's private lawyer would have his own office. I do, but they don't serve drinks there. Got a little lipstick on your lover boy. Ganz schön krasse Stimme, der Mann. I already got rid of that. And I can do the same to you, Calavera. Oh. Oh, Moment mal. So if I were you, I'd keep my jaw shut. Oh, das brauchen wir wohl. Nick, ich brauche einen Anwalt. Nick, I need a lawyer. You get yourself in some kind of trouble, Calavera. Ich nicht. Ein Freund von mir sitzt im Knast. Friend of mine's in the slammer. So will you be needing a regular lawyer or an excellent lawyer? Mir ist jeder Rechtsvertreter recht. Ein Staranwalt. Ach, mir ist doch jeder. Ach, ein Staranwalt. Scheiß drauf. Wir haben sie ja. Ach, Jesus, den besten natürlich. Was macht das für einen Unterschied, wie gut er ist? Ja, gut, fahren wir mal. It matters if the guy you're up against has got the best. Then I guess I'll need the best. And who would you say that would be, Calavera? Du, Nick. Who would you say is the best lawyer you know? In all the land of the dead. Du, Nick, das bist du, Nick. Na. Nun, der beste Anwalt wäre wahrscheinlich ein toter Anwalt. Ich habe keine Zeit für Spielchen, Virago. Well, the best lawyer would have to be a dead lawyer. Well, that narrows it down to just about everybody here in the land of the dead. Come ja. Back when you know more about what you want. And by the way, Manny, lawyer jokes, not funny. Was? Ja, wie im Moment. Ach, muss ich der okay, jetzt betteln? So lawyer, his mother and a chicken are all in this lifeboat scene. They're getting hungry and the chicken says, I have a gun, Manuel. So, ich brauche wirklich einen Anwalt. Virago, I really need a lawyer. What is it this time, Calavera? Ja, immer noch, der Kumpel. Na, wir brauchen jemanden, ja, Hotelpool ersäufen können. Ach, geil, jemand behauptet, dass meine Rolettische manipuliert sind. Ich will einen riesen Prozess anstrengen, da steckt viel Geld. Ach, komm, sag mal. A class action suit, lots of money involved. Who are you deep pocketing? What's the difference to you? They're loaded. I'll ask you again. So will you be needing a regular lawyer or an excellent lawyer? Einen Staranwalt. An excellent lawyer. Any excellent lawyer. Bla bla. Ah, können wir nicht abbrechen jetzt. Der allerbeste soll es sein. And who would you say that would be, Calavera? Who would you say is the best lawyer you know in all the land of the dead? Boah. Das bist du, Nick. You are Nick. That's right. And that's why Maximino retains me on an exclusive basis. So sorry, but I don't do odd jobs. Was? Also es tut mir leid, aber ich mache keine Punkt-Punkt-Punkt-Einerrungenschaft. So, aber mal jetzt nochmal, damit ich jetzt hier alles schön legal. Ah, wir sind verwirrt. What do you like in the fourth race? Well, there's a white-footed tabby in gate 2 that's looking strong, but has a slight eye infection. But you think he's gonna pull out of it and win anyway, right? No, that puss-eyed puss is going to lose. But nobody knows, and I'm going to make a mint. Aha, Everything all legal with the kiddies? Yes, they keep themselves pretty clean. Mm-hmm. I have to tell this to someone. I hate cats. Me too. But they keep the lights on around here. Ja, Katzen und Tote, die haben ja so eine bestimmte Beziehung irgendwie zueinander. Da gibt es ja irgendwie
Also irgendwelche mystischen Zusammenhänge, ne? Und Katzen und Tote und Geister und Katzen verjagen die ja auch immer irgendwie in so einen Horrorfilmen zum Beispiel. So, wir brauchen aber wirklich, wirklich einen Anwalt. Virago, I really need a lawyer. Well, my dance card is full. So what are you gonna do? Ich könnte dir mehr zahlen als er, Waffe dazu zwingen. Ich könnte Max von dir und Olivia. Sind wir so? I can tell Max about you and Olivia. That sort of claim could send a man like Max into quite a rage. Ja. Especially if the messenger had no proof. Max and I are friends. He'll believe me. People believe what they want to believe, Calavera. And I want to believe you're a smart man who doesn't go around spreading dangerous rumors. I've got to talk to Max for a moment. When I get back, I hope you're gone. Because I'm sick of looking at you. Komm, geh du nur. Ja, 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 das ist mal ganz gut. Wir nehmen hier nämlich seinen Zigarettenetui mit. Man, this is gonna get me in trouble. Oh ja. Aber was soll's? Komm, nimm den Schlüssel mit. Rattling inside. Must be in a hidden compartment somewhere, but I don't see a latch or anything. Was? Wie? Das kriegst du doch hin. That reminds me. I still haven't done my taxes. Kannst du das nicht genauer untersuchen? Virago's cigarette case. It's Virago's cigarette case. Und da lag doch... Ah ne, das war wahrscheinlich nur irgendein Fehler. Ich dachte, da wäre mal irgendwas gelegen. Aber können wir da nicht? Na gut, können wir nicht. Können wir hier vielleicht? Wo ist das Ding? Wo ist das Ding? Hier. Guck dir das mal... Oh. Guck das mal genau an. It's Virago's cigarette case. Und mehr nicht? It's Virago's cigarette case. Nun gut. That reminds me. It looks like Boeing tax stuff that I don't need. It looks like Boeing tax stuff that I don't need. Okay, jetzt nimmst du alles nicht mit. Gut, gut. Ha, aber der Schlüssel, da ist doch irgendein Schlüssel drin. Der Klot ist da oben, unglaublich. Wie kommen wir denn da überhaupt hin? Da muss doch irgendwo... Oder kommt man dann nur mit dem Aufzug hin? Hier geht's ja nirgends durch. So, und dann nach rechts kommen wir hier wieder mit zur Küche. Aber Moment mal, wo geht's hier überhaupt raus? Da... Ah, hier Aufzug, da geht's raus. Ah, okay, alles klar. Dann geht's hier nach oben. Zu Gladys. Na, großer? Race results. I don't have the remote and I don't think they get any other channels anyway. So, dann erzähl mal, Glottis. Oh, if I had only known. Schau mal seine Augen, er ist halt wahnsinnig. I had no idea you like gambling so much, Glottis. Well, the doctors made me promise I wouldn't do it anymore. Und wieso tust du's? Get in the high rollers load, Doc Gabby! Nein! Scheiße! What's that? Oh Gott. Coming home soon? I'm visualizing. Uiuiui. Was haben wir da immer angestellt? Vor allem wäre das gar nicht passiert, wenn wir ihm die Karte gar nicht gezeigt hätten? Na gut, wir gucken uns jetzt immer Chefe an da. Du dürfte doch der Nick gerade auch drin sein. Ah ja, okay, tatsächlich. Ups, ups. Und hier können wir im Moment noch nichts tun, soweit ich es richtig sehe. Wir haben jetzt nichts Neues. Können wir vielleicht... Nee, das wird er bestimmt nicht machen, oder? Hier mit der Sense die Tür blockieren? Doch niemals, wird er niemals so seine Sense da so... da lassen und es machen. So, zeig mal. Doch. Please don't be back here. Oh, 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 Monsieur. Ja, warte nur ab. Dann machen wir es nämlich gleich nochmal, wenn du drin bist. Merci. Ja. So, und jetzt Bewegung. Oh.
Nein, schnell die Tür zu. Achso, machst du das jetzt vielleicht automatisch? Ja, machst du. Sehr gut. Wir wissen aber noch gar nicht, warum wir das machen. Das wird, Ach, Moment. Ach, da geht er einfach. Somebody please open the door. Nein. I seem to have locked myself in this teeny tiny room. I am actually very claustrophobic, so if somebody see me. Ja, ja, nein. Oh, let me out of here. Ah, cool. Get up, you stupid cat. Hey, I'm thirsty. Where's that waiter? Aha. So setzen sich die Dinger langsam in Bewegung. Oh. Ah, Glottis, hier, okay. Okay. Oh oh. Ach du Scheiße. Glottis. Verdammt. ja. Fruity, but voluminous. Verdammt. Oh Gott, der Glottis. Ja, ist da jetzt überhaupt noch Wein drin? That is one big old cask of nothing. Ah, gar nichts mehr drin. Okay. Na gut, aber ich habe eine Idee. Moment mal. So, komm mal. Und zwar versuchen wir jetzt mal das Fass aufzumachen. Macht er? Ja, jetzt macht das. Sehr, sehr gut. Und dann klettern wir rein. Zap. Oh. Oh. Das wär's dann wohl mit dem, oder? Jetzt haben wir den. Ja, Flaschenöffner, Dosenöffner haben wir los. Komm mal rein mit dir. Und dann soll nämlich der andere hier uns mitnehmen. In den Weinkeller. Somebody's sleeping on the job. Ah, Moment mal. Vielleicht hätten wir zuerst noch die Sense da rausholen sollen. Ah, it's empty. Oh. Ruben, Scheiße. Oh. Ah, jetzt sieht der Glottis das hier. Ah, schauen wir mal, was passiert nur. Ha! Mon Dieu! The little nappe-vous, eh? Well. Le keg is le empty, so toot sweet, Buster. Yes, monsieur. Merci, anything you say. Hey, Joe, more wine. Oh, I'm going to throw him in for ignoring my pleas, and then I believe I shall quit. Oh, I can never look at that pantry again. No man should ever be locked up in such a small, dark place. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Daran allerdings schon. Und ich glaube... Ja doch, das muss das jetzt schon sein. Ich erzähl's gleich. Weiter als bis hierher habe ich es nicht gespielt. Aus einem bestimmten Grund. Das muss hier irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, irgendwie ist das hier eine Timing-Sache. Mit diesem Aufzug. Und das ist schon älter, das ist schon ein älteres Spiel ist. Bevor das auf Steam rauskam, in der remasterten Version, lief das auf den neuen Rechnern nicht mehr so gut, vom Timing her. Beziehungsweise lief es gar nicht. Da ist irgendwie eine Timing-Sache und ups, oh, nee, ich will raus. Irgendwie eine Timing-Sache und die hat nicht funktioniert, weil die Geschwindigkeit der Timing-Sache auf neueren Rechnern anders lief. Ich weiß aber gar nicht, was wir machen müssen. Komm, können wir hier rein? I bet that thing's really easy to control if you're a big demon. Ah ja, okay. Das heißt, wir können es nicht. Komm, das schaffst du doch, Manny. Kein Problem. Okay. Also wir können das da schon mal fahren. Ach nee, ich will nicht aussteigen. So viele Möglichkeiten haben, haben wir ja gar nicht. So, tastenmäßig. Ach, Moment mal, war da nicht... Oh, boah, nee, ich weiß es nicht. Ich muss ja jetzt echt raten. Weep, weep. Ah ja, okay, er fährt auf jeden Fall rein. Ah, nur, Moment mal. War da nicht irgendwas? Ah, ich...
Na, ich erinnere mich dunkel. Ich glaube, wir können da irgendwie den Aufzug dann damit auf... Nee, nee, nicht raus, nicht raus. Wir bleiben noch drin. Ich glaube, das hätte ich beinahe gesagt. Nee. Ah, nee, nee. Ach, nicht drehen. Not here. So, steigst du jetzt aus? Ah, mal sehen, mal sehen. Mal schnell Knöpfchen drücken. Just one button on the controls. Ja. So, was macht der? I can't get through this door. Ja, ja, kein Problem, schaffen wir gleich. Muss mir mal hier mal hier rein mit dir, schnell, schnell, schnell. Und das hat sich, glaube ich, dann auf schnelleren Rechnern viel zu schnell bewegt und deswegen ging da gar nichts. Allerdings sind wir jetzt vermutlich auch schon zu weit oben, müssen dann nochmal runter und dann wieder hier und hoch und so. Sollen aber erstmal auch so gedreht sein und da jetzt. Ja. Ist dann hier wohl schon die Küche. Und wollen wir vielleicht auch gar nicht. Ja, wollen wir jetzt aber nicht. Nee, schnell wieder rein. Psst, psst, psst. Husch, husch, schnell wieder rein. Nein, 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 schnell mal Knöpfchen und. Wir wollen nicht erwischt werden. So. Aber wieso müssen wir das machen? Keine Ahnung. Schauen wir mal. Ah, und hier geht's gar nicht. Hier? So? Gott, oh Gott. Nochmal. Da. Schnell einsteigen. Hopp, 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 schnell, schnell, schnell. Jetzt geben wir mal Gas. Hoffentlich geht er da so durch. Oh, nein. Das nur hier? Ah, es wird wahrscheinlich hier gehen. Ja, weil hier dreht er sich nämlich auch nicht mal. Oder vielleicht auch im rechten. Ja. Dann platzieren wir hier den Gabelstapler gleich da. So, hier ein Knöpfchen dran. So, dann fahren wir schon mal. Zack. Nach unten geht's vermutlich nicht. Aber testen wir trotzdem mal schnell. Solange wir schon da sind, aber da geht's. Ah ja, doch. Ah, nee, geht nicht. Haha, wir sind schon mal richtig. So, also so kommen wir schon mal durch. Sobald wir unten sind, gleich nochmal Knöpfchen und dann geht's nach oben. So. Kleines Stückchen noch. Komm, komm, komm. So, ja. Bin ja gespannt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was da kommt. Ich habe diese Stelle ja dann auch nie geschafft, normalerweise. Es würde mich wundern, wenn ich da wirklich mal... Oh, jetzt würde ich nicht... Oh, bitte nicht, nicht verkacken. Oh, Gott sei Dank. So. Oh. Ja. So. Und jetzt? So, was haben wir jetzt gemacht? I can't squeeze through that crack. Aber kannst du ihn aufmachen? Das habe ich nur gedrückt. Der wird doch nicht jetzt einfach direkt nochmal in den... I can't squeeze through that crack. Ach, das war's schon. Da gehst du extra nochmal rüber, um das zu sagen. I can't squeeze through that crack. Ja. I can't squeeze through that crack. Kannst du was mit der Sense anstellen? No. Was? Der will sie gar nicht rausholen. No room for that. Wie, kein Platz. Kein Platz für... Es ist immer Platz für eine Sense. Not here. Ach, Moment mal, ja, hier der Hebel, oder? Können wir... Blade Control Lever. Ah, natürlich. So. Dann machen wir. Haha. Was ist das? Nee, das kenne ich nicht. Was ist das? Er sagt ja auch nichts, hat hier nichts. Was haben wir hier entdeckt? Liebe Freunde. Oh, der Koffer. I wonder what Charlie's got in here. Yo,
Dios mío. It's full of double-end tickets. This could get 100 souls on the number 9 train. Something's not right about this. I get the feeling this suitcase belongs to someone more important than Chowchilla Charlie. Möglicherweise. Wow. Halleluja. Scheiße. Okay, nee, so weit habe ich es definitiv noch nicht gesehen, das Spiel. Das ist die Szene völlig unbekannt. Alright, Manny. Give me the case. Charles, I thought we had a bargain. No, we do. But I thought I'd bring some muscle along just in case. Ach, what's the matter, Chuck? Can't afford to hire goons to do this sort of work for you? I'm all the goon I need. Now drop it. Du kriegst den Koffer ja schon. Got a card for me? Here. Welcome to the union, Manny. Meetings first Tuesday of every month and don't forget to pay your dues. Mhm. Ja, ja. Don't forget to pay my dues. Das wäre noch völlig unnötig gewesen. Das wäre völlig unnötig gewesen. Wie wird es da jetzt wohl weitergehen? Was passiert jetzt? Kriegen wir jetzt unseren Bienchenfreund aus dem Knast? Liebe Freunde, das sehen wir morgen in der nächsten Folge Grim Fandango. Vielen Dank fürs Zusehen. Einen Daumen nach oben, um uns zu loben. Abo da, um nicht zu verpassen. Ihr kennt das ja. Und buenas noches.